Ganz kurze Frage, nur weil wir uns gefragt haben, das heute ist ja mal nur ein Warnstreik, also ein Signal. Gibt es denn schon irgendeine Reaktion von Polaschek vom Bildungsministerium bis jetzt? Es gab gestern pro forma ein Vier-Augen-Gespräch mit der Bundesschulsprecherin. Das ist nicht das erste Mal, das ist nichts Neues. Mit den über 150 Schulen, die heute streiken, hat bisher kein Kontakt stattgefunden. Wir werden weiterhin im Stich gelassen, es wird nicht auf uns zugegangen und deswegen ist es jetzt eben heute auch die erste Aktion. Aber wenn sich da nichts ändert, dann wird es nicht die letzte bleiben. Wir haben ja mit Susanne Oellinger, der Bundesschulsprecherin, schon gesprochen. Sie meint, inhaltlich unterstützt sie die Forderungen der AKS voll, aber ihr ist ein Streik aktuell noch zu hart. Offensichtlich gibt es aber noch nicht wirklich eine Reaktion. Das heißt, ihr müsstet euch was Neues einfallen lassen oder in welche Richtung könnt es weitergehen? Na, wir lassen uns was Neues einfallen, indem wir heute streiken. Es zeigt sich ja, dass die bisherige Strategie der Bundesschulsprecherin nicht funktioniert hat, indem sie einfach nur verhandelt mit dem Bildungsminister. Weil jetzt zum einen eben die AKS streikt als parteiliche Organisation, es streiken jetzt eben über 150 Unabhängige, auch in ganz Österreich. Also es ist ja ein breites Anliegen, dass sie das in der Aktionsform unterscheidet. Das ist auch in Ordnung, aber eben, ich glaube, was auch wichtig ist, es geht uns ja nicht nur um die Matura. Also das ist ein Symptom von dieser Politik der letzten Monate. Ja. Aber es muss sich grundlegend was ändern, weil wir einfach am Limit sind. Wie schaut es denn aktuell mit den Corona-Maßnahmen bei euch an der Schule aus? Da warst du ja auch immer ein scharfer Kritiker. Ja, ich meine, das aktuellste Beispiel sind diese PCR-Tests, die jetzt in den allermeisten Bundesländern, wo gerade auf 2 ausgebaut hätte werden sollen, gar nicht funktioniert haben. Jetzt versucht man es wieder mit einem. Also, ich meine, es gibt von Expertinnen und Experten schon länger vorgelegte Konzepte, wie sichere Schulen im Offen auch ausschauen können. Die werden nicht im Ansatz erfüllt. Ja? Also Schulen sind einfach nicht sicher und das muss sich ändern. Bleiben wir noch einmal kurz bei dem Streik, dem heutigen Warnstreik. Du hast gesagt, das ist mal euer erstes Signal. Jetzt sind wir zum Beispiel schon lange Österreicher, oft verpufft so etwas. Sollte das wirklich verpuffen und es keine Reaktion geben, wie sehen denn dann die nächsten Maßnahmen aus? Also ich sehe keine Chance, dass es jetzt verpufft. Also es ist die erste Aktion jetzt heute. Es sind heute schon sehr, sehr viele dabei. Also wir haben gestern haben wir diesen Streik erst angekündigt und es haben sich sehr, sehr viele angeschlossen in ganz Österreich. Und es wird jetzt nicht die nächsten Tage verpuffen, weil sich an der Situation nichts ändert. Also es ist ja keine Option für uns jetzt einfach zu sagen, na gut, dann haben wir halt einmal probiert, indem wir uns in einer Stunde wohin stellen und das war's dann. Also da wird dann weiteres folgen. Ja, das ist, glaube ich, falsch verstanden. Verpuffen nicht von eurer Seite aus, sondern von der Seite des Bildungsministeriums, dass man das so ein bisschen an sich vorübergehen lässt und mal schaut, was passiert. Deswegen eben meine Frage, sollte von Seiten des Bildungsministeriums jetzt nach diesem Warnstreik gar nichts kommen, was wäre denn dann der nächste Schritt? Also ich sehe nicht, wie der Bildungsminister das einfach ignorieren kann. Das wäre schon ein bisschen sehr seltsam, wenn die Schülerinnen und Schüler in ganz Österreich ihm quasi ins Gesicht schreien, so geht es nicht weiter und das ignoriert. Aber es ist natürlich seine Entscheidung. Und sonst eben wird es weitere Streiks und Aktionen geben. Also wir haben auch jetzt zum Beispiel uns extra noch dagegen entschieden, aktiv auch eine große Versammlung zu machen, weil wir noch nicht genug Zeit hatten, da jetzt irgendwie für genug Sicherheitskonzepte zu sorgen. Weil man da mehr Zeit hat, ist auch sowas in Folge möglich zum Beispiel. Das heißt, auch eine große Demonstration wäre durchaus denkbar. Wenn wir die Möglichkeit haben, dort genug Ordnerinnen hinzukriegen, dass die Sicherheitsabstände wirklich eingehalten werden, idealerweise die Schulen auch bei sich bleiben, dann wäre das eine Möglichkeit. Wichtig ist halt, dass dort keine Infektionen stattfinden, weil das können wir nicht in Kauf nehmen.